Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video. Ich mache jetzt einfach mal ein Unboxing ungeplanterweise wieder mal, denn mich hat heute ein Paket erreicht. Dazu gibt es eine kleine Geschichte, die ich euch jetzt erstmal erzählen will. Ja? Und zwar begab es sich, Moment, ich kann aber eigentlich ganz kurz mal nachgucken und das hier mal ganz kurz aufmachen. Ich sitze hier gerade an meinem Rechner. Wie lange das her ist, dass mich da jemand anschrieb. Und zwar der gute Roger Hilton. Der ist Bandmanager von kleineren Metalbands oder so. Ja, und unter anderem verantwortlich war er mal für Stormburner, die ich auf meinem Kanal auch rezensiert habe und die, glaube ich, sogar seinerzeit Album des Jahres wurden. Und am 3.1. hat Roger Hilton mich angeschrieben in Englisch und so. Und er so, ja, hallo, ne, ich manage hier so ein paar kleine schwedische Metalbands. Hast du nicht Bock, Lightbringer of Sweden zu reviewen? So, das ist eine Band, von der habe ich schon einiges gehört. Von ihrem ersten Album auch. Das wohl auch ein Konzeptalbum ist, keine Ahnung. Aber ich habe die nicht. Also ich habe mir die damals nicht geholt und das weiß ich nicht. Man muss ja, wenn man nicht so viel Geld hat, muss man ja auch seine Prioritäten setzen. Ne? Und du kannst ja nicht alles kaufen, was immer so rauskommt. So, und der hat mich jetzt auch, ja, ich bin ja natürlich der Letzte, der jetzt sagt, nö, das bin doch nicht. Ja, natürlich, das interessiert mich sogar sehr. Und ja, der hat mir jetzt ein Paket geschnürt und das packe ich jetzt einfach mal mit euch live aus. Ne? So, hier ist nämlich noch mehr drin, als nur das neue Album offenbar. Ich habe ja keine Ahnung, womit ich das verdiene, aber es hieß dann, ja, ich tue nur noch dies rein und ja, ich tue noch das rein und wir tun hier noch jenes rein und noch, ja, welches und, frag mich eigentlich, warum hier keine hier Original E-Gitarre noch mit drin ist oder so ein Spaß. Weiß nicht, womit ich das verdient habe. Ich habe keine Ahnung, aber ja gut. So, gucken wir mal. Denn, ja, das erste, was mir jetzt hier entgegenblitzt, ist dieses hier. Blub, da kommen die CDs raus. Da ist ein T-Shirt bei. Ich lege das jetzt hier mal kurz beiseite. So vorsichtig. Ja. So. So sieht das dann aus. Das ist das Lightbringer of Sweden T-Shirt in meiner Größe. Offenbar steht das hinten drin. Moment. Welche Größe ist das denn jetzt hier überhaupt? Oh mein Gott, wo ist meine Lupe? Weg. Nee, da ist die auch. Dass der jetzt irgendwie reinkommt. Fummel, fummel. 3XL ist das. Boah, das müsste eigentlich passen. Vor allem demnächst müsste es passen. Ja. Ja, wenn ich das jetzt hier schon anlege, das passt auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, denn das ist eine Spezialgröße. Der hat jetzt extra nochmal bei der neuen Lieferung T-Shirts angefragt und Bescheid gesagt, macht mal eins mit 3XL, also in der größeren, ne, Ausgabe. Und das ist das jetzt dann hier. Vielen lieben Dank. Many thanks. My English is terrible. Also so. So, und dann ist hier noch... So, das war alles. Dann ist hier noch das erste Album. Das ist das, was mir jetzt praktisch entgangen ist. Ja, das Debüt. Und das neue Album von Lightbringer of Sweden. Mit dem Titel, das ist auch wieder sehr dunkel hier. Die Lichtverhältnisse bei mir sind ja immer katastrophal. Ne? The New World Order. Und das davor hieß... Wie ist das nur Lightbringer of Sweden oder wie? Moment. Nee, da steht noch mehr, aber ich habe es verkehrt rumgedreht. The Lightbringer of Sweden, Rise of the Beast. Genau, das ist das erste Album. So, die habe ich jetzt beide. Die werde ich jetzt erstmal gleich beide digitalisieren. Und dann habe ich die hier und dann werde ich die irgendwann die Tage reviewen auf meinem Kanal. Ich habe nämlich auch langsam wieder so ein bisschen Bock, das zu tun. Ich bin ein bisschen, oder ich war ja ein bisschen überarbeitet. Ich habe ja im Dezember dermaßen brutal viele Album-Reviews gemacht, dass ich dir nicht mehr ausdenken kann. Deswegen bin ich da ein bisschen übersättigt, ja. Deswegen ist diesen Januar noch nichts gekommen. Aber der Monat neigt sich langsam dem Ende und ich habe auch schon ein Album hier liegen von einer Rockband, die ich ganz interessant finde. Und außerdem noch ein anderes Album, das mir auch geschenkt wurde, wo ich einfach meine Meinung zu sagen soll. Das wird dann zwar nicht ins Jahresranking einfließen, aber ich sage da trotzdem meine Meinung zu, weil die sind halt an mich herangetreten, die Band, und das mache ich dann. Ne? Und ja, ich kann mich nur bedanken. Also auch zu Lightbringer of Sweden werde ich definitiv was sagen.
Ich zeige euch nochmal das T-Shirt, finde ich sehr geil. Ich bin sehr gespannt, ob mir es passt oder ob es dann doch ein bisschen spannt und straff. Das wird sich ja dann zeigen, auf jeden Fall. Selbst wenn, es dehnt sich ja immer noch ein bisschen. Und abgesehen davon, ich bin ja auf Diät. Es wird ja immer weniger. Slane wird ja immer weniger. Ne? Immer weniger hier und immer bescheuerter hier. Also gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich dachte mir, ich mache das einfach als kleines Dankeschön auch für den Roger, den ich an dieser Stelle hier. Greetings from Germany, oh, hails from Germany. Thanks, many, 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 many thanks for this. Und ja, bei euch bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wartet ab, was da jetzt bei rauskommt. Ich werde es natürlich jetzt nicht gleich morgen reviewen, sondern wenn es wirklich zeitlich passt, wenn ich mich da entspannen kann, weil offenbar ist das ein Gesamtkonzept. Also das zweite Album schließt thematisch und textlich dann wohl auch an das erste Album an. Deswegen möchte ich die dann beide in einem Rutsch hören und wahrscheinlich werde ich auch beide reviewen. Also als Gesamtwerk vielleicht. Ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. Das ist ein bisschen längeres Review, aber ihr seid ja längere Videos von mir gewohnt. Ist denn ja auch nur ein Review, also es ist ein längeres Review. Das heißt ja auch nicht, dass es seit 2 Stunden geht, sondern dann normalerweise geht ein Review bei mir 15 bis 20 Minuten und das ist dann halt die doppelte Zeit in etwa. Ne? Werdet ihr dann ja sehen, wenn es soweit ist und ich mir die Zeit dafür nehmen will. Ne? Ich hetze mich da jetzt nicht, denn es ist ja nicht Dezember. Wir haben ja noch Zeit ein bisschen, ne? So, gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Farewell.